guten Abend aus der Bücherei im Bahnhof in Veitshöchern. Ich bin Astrida Wallert und zu Gast habe ich heute bei mir Rainer Appel. Wir werden heute nach langer Zeit unsere allererste Veranstaltung haben. Es wird gehen um den Roman Frau ohne Reue von Max Mohr. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen Würzburg liest ein Buch. Ja, Herr Appel, Sie sind ja ein richtiger Max-Mohr-Experte. Ich meine, Würzburg liest ein Buch, ist sehr dafür bekannt, dass es eben Autoren, dass in dem Rahmen immer wieder Autoren ausgesucht werden, die in Würzburg geboren sind, dort gelebt haben oder eben mit Würzburg in Verbindung stehen, zum Teil auch schon ein bisschen vergessen wurden und dass man die eben wieder sozusagen denen zu neuer Lebendigkeit verhilft. Sie sind ein richtiger Experte, wie ich schon sagte, zu Max Mohr inzwischen. Morgen werden Sie unter anderem den Festakt zu der Veranstaltung moderieren und heute sind Sie bei uns zu Gast. Was fasziniert Sie besonders an Max Mohr? Was können Sie den Lesern dazu sagen? Ja. Also spannend ist sein zerrissenes Leben, seine Biografie. Er ist eigentlich sein Leben lang Flüchtling gewesen vor irgendwas. Sein Vater musste schon eine Vermisstenanzeige aufgeben, weil er einfach verschwunden war und nichts gesagt hatte. Er war dann in den Alpen als Extrembergsteiger fast schon und hat sich auch mal die Füße verfroren. Und später ist er auch immer wieder weg. Als letztes musste er dann flüchten vor den Nazis, vor den deutschen Mitbürgern, die den Sündenbock Juden sich ausgesucht hatten. Und er war dann plötzlich Jude, weil er das nie praktiziert hatte und musste, also 34 war das, Ende 34, nach Shanghai flüchten. Da war es noch offen, da konnte er hin. Und mich hat fasziniert, dass man das in den Büchern wiederfindet. Und dass man auch diese Sehnsucht, die nach dieser Katastrophe vom Ersten Weltkrieg kam, dass er die verarbeitet hat. Also diese Sehnsucht nach dem Freien, dem Reinen. Und deswegen hat er auch dieses Stück geschrieben, Ramper, sein erfolgreichstes Theaterstück, auch verfilmt worden, auch übersetzt worden. Und das spielt von einem Mann, der in Grönland strandet und jahrelang dort die Sprache verliert, die ganze Zivilisation verliert. Also das, was uns immer zu den Therapeuten treibt, war weg. Und dann haben sie ihn entdeckt und wieder zurück in die Zivilisation geholt. Und da ging halt alles schief. Und am Ende hat er die Sehnsucht wieder ins Eis zurück, ins ewige Weiß. Aber das ging ja dann auch nicht mehr. Wenn man erst mal dann wieder zurückgekommen war, dann war der Zug abgefahren. Ja, tatsächlich, Sie haben sich da etwas vorweggenommen, was ich mich auch schon gefragt hatte in Bezug auf den Roman Frau ohne Reue. Es ist ja auch ein sehr zerrissenes Buch, das zwischen verschiedenen Polen spielt, sagen wir mal so, in Berlin, in der Großstadt und dann auch da auf dem Land, dann in Deutschland. Dann gibt es ja auch eine Weltreise, die Protagonisten zusammen unternehmen. Ja, würden Sie auch da sagen, dass da ein großer Teil von Max Mohr selber in diesem Buch steckt? Ich weiß, es ist immer eine etwas komische Frage, weil natürlich steckt der Autor im Buch, aber es ist ja doch auffällig, würde man vielleicht sagen. Ja. Ich habe das auch so gesehen. Wenn man die Biografie anguckt, Sie haben 1920 einen Bauernhof bei Rottach gekauft, die Wolfsgrub, und sind dahin gezogen. Er hat seine Praxis in München aufgegeben, nach ein paar Jahren, die war noch gar nicht richtig eingeführt. Er war ja Arzt erstmal und hat dann aber auch bald Erfolg gehabt im Schriftstellerischen und ist dann immer häufiger nach Berlin und wollte in dieser großen Stadt dann in dem Getriebe leben, wahrscheinlich sich antreiben lassen, und jeder hat ja dann irgendeinen Grund, wohin zu gehen und da etwas zu finden, was er gesucht hat, immer gesucht. Er hat dort prominenteste Leute vom Film, vom Theater getroffen, war befreundet mit denen und hat auch ein paar erfolgreiche Stücke geschrieben, auch Komödien. Ja, und er war ja auch teilweise erfolgreicher dann sogar als Dramenautor, denn als Romanautor. Das hat er ja so bis zum Ende seines Lebens dann immer weiter zwar versucht, aber nicht immer mit so großem Erfolg, wie er sich gewünscht hätte, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe. Jetzt ist es ja bei Frau ohne Reue so, dass das schon ein sehr facettenreicher Roman ist, also man könnte ihn ja so als Gesellschaftsroman lesen, durchaus also hat er auch kriminalistische Elemente, vielleicht auch eine Art Befreiungsroman, also die Protagonistin ist ja doch sehr
unkonventionell. Und ich frage mich so, welche dieser Facetten, die Sie ja sicherlich selber auch entdeckt haben, hat Ihnen persönlich am besten gefallen? Und gibt es vielleicht auch eine Passage in diesem Roman, die Ihnen besonders zusagt? Sie sind ja Schauspieler und ja. Vielleicht haben Sie auch eine Figur, mit der Sie sich besonders, wo Sie sagen würden, wenn ich diese Figur auf der Bühne spielen dürfte, wäre es die. Vielleicht wollen Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Als Schauspieler können Sie ja dieses oder jenes Fach besetzen. Ja. Früher hat man sogar im Vertrag stehen gehabt, Charakterspieler, ja. Ernster oder jugendlicher Liebhaber und sowas. Oder Buffo in der Oper und so. Aber erstmal würde mir am meisten Futter geben, dieser alte Kapitän auf dem Schiff, auf dem sie zurückfahren, in der einzigen Kabine für Passagiere, die dann so mitfahren. Ne? Das, also dieses Schiff finde ich schon mal ganz schön und dann diesen alten Kapitän, der so skurril ist und den spiele ich auch ein bisschen in den Lesungen. Ne? Das ist ein Spaß, da kann man dem Affen Zucker geben, so. Das ist ja auch ein Spruch vom Theater und so. Also dieser leicht komödiantische Aspekt, ja, den auch gefallen. Ja. Da kann man Farben reingeben. Ja, der Fan, der Loser-Typ, nicht? Der einfach seine Arbeit nicht hinkriegt und nicht stetig Erfolg hat, ist ungefähr sowas wie Moa auch, mit viel Erfolg anfängt und dann es nicht mehr hinkriegt und für eine Frau, für eine Liebe dann eine lang erwartete Festanstellung sausen lässt und dann lieber dem Erlebnis hinterherläuft. Und der dann tragisch versucht, auch auf einem einsamen Bauernhof in der Geschichte etwas zu schreiben, womit er groß rauszukommen hofft und kommt einfach nicht weiter. Schon bei der Einleitung zerreißt er 100 Zettel mit 100 Anfängen und das kommt nicht zustande. Also das ist natürlich auch so Loser zu spielen, die mit dem Leben kämpfen, aber die Kraft dafür nicht haben, ist auch eine dankbare Sache. Ne? Das ist schon, was ich natürlich auch interessant finde, da diese Tode, die in dem Roman stattfinden, die habe ich jetzt persönlich immer gerne gespielt. Den Tod von Klaus Mann habe ich auf der Bühne am Ende auch gespielt mit seinen ganzen Texten, die er nach dem Krieg geschrieben hat und analysiert hat, wie die Deutschen drauf sind nach diesem Krieg, nämlich als Opfer. Und das war auch unheimlich ergreifend und auch wichtig für die Texte von Klaus Mann, die man Anfang 80 ja gerade erst wieder hochholte. Aber jetzt schweife ich ab. Nein, ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht wollen Sie eine ganz kurze Passage, die Ihnen gefallen hat, jetzt hier für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch kurz zum Besten geben, damit man so ein Gefühl, kleines Gefühl für den Text noch bekommen kann, der ja auch gerne. Schon etwas älter ist. Das ist also in diesem einsamen Bauernhof, wo Sie beide sind mit dem Kind und er stieg mit den Flaschen, die er heimlich gekauft hatte im Dorf, in seine Kammer hinauf, seine Gelehrtenkammer unterm Schindeldach am Ende der Welt. Er schob die Flaschen in die Truhe unter seine botanischen Bücher, die modernen, die klassischen, die verschollenen mystischen. Seit Monaten hatte er keinen Alkohol mehr genossen. Er war auch in der Stadt und auf Reisen kein starker Trinker gewesen. Aber jetzt ging es einfach nicht mehr weiter in dieser vernichtenden Nüchternheit. Er kam seit dem Herbst keinen Schritt vorwärts mit seiner Arbeit. Lina ahnte nichts von seinen Schwierigkeiten. Er war Mann genug, sie zu beschwindeln, statt ihr seine Schwäche zu beichten. Sie wusste nicht, dass er die Einleitung zu seiner Lehre in diesem Winter mindestens 100 Mal geschrieben und immer wieder zerrissen hatte. Sie wusste nichts von dem Krampf des Bewusstseins, der ihn überkommen hatte und nicht mehr losließ. Ihr gab die Erde Kraft, ihm nahm sie die Kraft weg. Sie war heimgekehrt, er war verbannt. Und er gehörte nicht zu den Männern, welche die Krämpfe ihres Verstandes in familiären Krächen ablösen, indem sie schimpfend im Hause herumlaufen, winselnd oder brüllend: Am Anfang war der Mann. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, man hat ein gutes Gespür bekommen hier für den Sound dieses Textes. Und wir freuen uns auf den schönen Abend mit Ihnen und danke auch, Herr Appel, für dieses Gespräch. Gerne.